Hallo und herzlich willkommen, Leute. Endlich mal nach langem ein neuer Part von Dead Space. Oh, Leute, es ist was passiert. Ich habe ein neues Headset und zwar ein recht gutes Gamer-Headset, habe ich mir vor kurzem geleistet. Weil ihr sicherlich vorgewusst habt, falls ihr letzte Videos gesehen habt, dass mein Headset kaputt ging. Dadurch hat Mariba 17 mir erstmal sein Headset geliehen, was aber auch nur geliehen war, und ich möchte es so schnell wie möglich wieder zurückgeben, weil ich bin Headset-Killer und dachte mir, hey, es wäre besser, wenn du dir nächstes Mal neues holst. Gesagt, getan. So, erstmal gucken, wo waren wir zuletzt? Erstmal B drücken. Okay, dann durch. Schon Bescheid. Das, Leute, ich habe das schon ewig mehr gespielt. Ich weiß, ich habe in der Zeit so viel um die Ohren, Leute. Was irgendwie... Was soll das? Was ist denn mal los? Was zur Hölle? Ja, jetzt habe ich aber damals auf der Demo gespielt gehabt. Ja, ich damals, als es rauskam, das Spiel mal auf der Demo gespielt gehabt. Oh, was zur Hölle? Oh. Ah! Was du da? Ah! Dann können wir spucken. Auf die Spucken. Schon? Wer ist er denn? Ach, das Ding! Oh Gott. Geld nehmen und jetzt auf die Beine schießen. Genau deswegen. Kein Missgeburt. Da fällt sich der immer noch. Holy shit. Verpiss dich, du fettes Viech. Ja, noch. Den trau ich tot. Verlieren sich das Attackieren, auch nicht schlecht. So, sonst irgendwas, die was rumrennt und die fertig sein könnte. Nein. So, was ist das hier? Oh. Das war Strahlmunition. Cool, damit. Was haben wir hier hinter gehabt? Haben wir was gehabt? Oh, in die Kiste. Haha. Auf das Ding hier. Oh, Kohle. Die wird jetzt vertreten werden. Oh Mann. Also, schauen wir mal, was hier schön ist. Da ist nichts Berauschendes. Oh, ich hab vergessen, jetzt irgendwie Timer einzustellen, das ist nicht gut. Ja, ich weiß, Leute, ich habe mich jetzt sowieso kommen dran, aber ich will auch ein bisschen Ordnung haben, selbst wenn ich für Ordnung drin ist in diesem Spiel. Weil wir haben gerade Let's Plays, von daher. Muss wenigstens da schon ein bisschen Ordnung herrschen. Hm, okay, ich bin wahr. Hab ich noch ein normales, so ein kleines Ding? Ja, das sehen wir gleich mal. Wie viel Munition habe ich? Das sieht ja nicht berauschend aus. Wo ist denn meine... für meine ich habe kaum noch Munition für ihren Plasma Cutter. Das ist verdammt schlecht. Das ist mehr als so verdammt schlecht. Das ist einfach nur zum Oh Gott. Ich brauche Muni, Leute. Ich brauche Muni, aber richtig dringend Muni. Warum nicht mal lernen, das drücken, um es aufzunehmen? Das ist schlimm. Ja, das ist nämlich stampf. Bevor ich etwas mache. Wie ist mal ordentlich um hier. Ja, das ist ein neuer Gegner, wie gesagt. Der... Oh! Ups. Warum trampel ich immer auf die Leichen ein? Will ich euch zertrampeln? Das will ich zertrampeln. Ne, klappt sie. Geld. Geld regiert die Welt. Und so irgendwas, was wir brauchen können. Oh, was haben wir hier schon? Was ist das? Das ist wie... mysteriös aus. Was wir benutzen könnte. Naja. Egal. Gut, dann werde ich mal... Obwohl, das ist halt links, war ich hier schon. Nee, da war ich noch nicht, glaube ich. Ich glaube, was noch auf sammelbar ist. Nein. Gut, dann werde ich mich endlich mal auf der anderen Arbeit machen und mal diese scheiß Ding aktivieren. Zündungssequenz eingeleitet. Bitte warten. Oh.
Whatever you say. Wow, Alter. Vom Acker, Alter. Auf die Fresse. Voll ins Fressbrett. Mein Gott, er macht voll Weitsprung. Mann, hier los, Alter. Umsonst. Ah! Haut doch alle ab, Mann! Boah, nicht einhängen lassen, nicht einhängen lassen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Mann, ich bin so schon gar nicht mehr gewohnt, ey. Haut ab, mach euch vom Acker. Bitte Zündung bestätigen. Hau ab, du. La. Aber, Mann, jetzt ist mir der Ziel. Ich komm verlieren. Oh Gott, ich hab keine Munition mehr, doch. Oh, 7 Schuss, du bist alle sitzen. Oh Gott. Ich glaube, ich werde die Rebuckling ein bisschen benutzen. Und so weit fallen lassen. Das waren Credits. Und das wird das mal. Oh Gott, was war das denn, ey? Mir mal nicht durch die Fallen gerade die Runde. Der da vorne war echt nicht schlecht. So, also, bestätigen wir mal, oder? Jetzt, achso. Antriebe werden gezündet. Rakete, bis zur Hölle. Und jetzt? Geht zurück. Ich glaube, ich muss mich noch ein bisschen beeilen. Wie fein ist mir gleich auf den Ohren fliegt. Leute, die Demo-Camp wissen, was hier eigentlich passieren sollte. Ich werde schon mal zur Seite gehen. Okay, der Demo wurde mal nicht von einem Motor sein. Das war. Es funktioniert. Jetzt. Wir sind online und funktionstätig. Endlich ein paar gute Neuigkeiten. Nehmen Sie eine Monorail zur Brücke, Isaac. Ich bringe uns zurück in einem Biospazgerät. Warte, warte. Wir sind noch nicht in Sicherheit. Das Asteroidenabwehrsystem des Schiffes ist offline. Auf dem Weg nach oben müssen wir durch ein Feld mit Trümmern von den Bohrungen. Wenn wir das System nicht hochfahren, wird es uns in 1000 Stücke zerreißen. Verdammt. Ich werde von hier aus daran arbeiten. Isaac, kommen Sie zu mir auf die Brücke. Sie können hier mehr erreichen als ich. Natürlich, ich bin der Beste. Verschwinde mit deiner Kackfratze, ich will nicht speichern. Mein Gott, nee. So, ja, brauchen wir mal hin, mal speichern. So, wo muss ich hin? Da lang. Gut, dann ist Bescheid. Ah, warum denke ich mir das? Letteste Aktionstaste, das geht mir voll auf die Eier. So, auf das Brett. Na, aber. Oder hier? Ey, ich glaube, ich muss ein bisschen diese komischen Klingen da. Nee, das war nicht das Teil, das war das Teil, genau. Du hast schon so viel Munition. Ups! Das wollte ich jetzt gerade nicht. Was kann man unten hin? Nein. Okay. Let's do this. Wo bist du? Ich bin's. Nicole. Warum du bist. Ach, das ist die Freundin von Isaac, oder? Ich finde, dass Isaac stumm ist und nichts sagen kann. Oder ist einfach nur so auf seine Freundin. Was zur? Ah! Mach ab, ja! Hallo, oder was? Was ist da für ein Lappen? Ich will den Schlüssel nicht aufmachen. Ich speichere immer noch mal. Ich glaube nicht, dass da ohne Grund zwei Speicher aufeinander kamen. Ich meine, ich war hier schon mal, das weiß ich noch, aber trotzdem, ich spreche so oft, wie es nur geht. Dieses Spiel kann noch, denke ich mal, richtig schön schlimm werden. Ein Shop, gehen wir mal rein. Was habe ich denn schönes, um zu kaufen? Also, ein Pulsgewehr, hier habe ich auch 21.000 Euro. Ich könnte mir was Schönes leisten. Aber ich glaube, ich kaufe mal das hier und ein Pulsgewehr. Verkaufen tue ich. Okay. Das ist einfach nur dann verkauft zu werden, nicht schlecht. Ich würde nichts weiter verkaufen. Was haben wir hier Munition gekauft? Wollen wir uns mal Taktiken, weil ich schon da ist, was wir vorher geholt haben. Super, das wollten wir doch auch so. Haben wir denn die Munition überhaupt? Hä? Und die Munition?
auf 22 Schuss wieder Plasma Cutter. Das ist echt wenig. Ich möchte mal für den Reaper klicken. 10 plus 15 Schuss plus nochmal, wenn ich mir richtig überlege, richtig noch 8 Schuss. Okay, das ist reichlich. Damit kann ich mich mal welche im Wasser halten. Plasma Cutter, das war eine super Waffe. Aber die Munition ist anscheinend doch nicht so häufig, wie ich erst dachte. Wie es zu Anfang jedenfalls war. Am Anfang hat man richtig viel Munition bekommen, aber später wurde die Munition mal knapper. Ups. Ah! Hohe Munition drin, da finden wir schon was. Ist ja geil. Und drin hier, in diese Stube. Aufgabe erfüllt. Yeah, man. So wird sie machen. Oh, nicht anders. Kurskorrektur. Abgeschossen. Abgeschissen oder sowas, ne? Ja, wir speichern mal lieber noch einmal, wir haben ja nicht genug gespeichert heute. Kapitel 4, bevorstehende Vernichtung. Alle Waffen verfügen über einen alternativen Feuermodus. Wow, darauf wäre ich nicht gekommen. Das wusste ich schon seit Anfang an. Seit ich mir allererst auf Gruppe gemacht. Weil da hieß es auch schon, dass man, dass sie doch einen alternativen Feuermodus hat. Und zwar jeden. So, wow, das sieht hier genauso aus wie vorher. Isaac, kommen Sie. Kendra hatte recht, das AA-System ist total abgeraucht. Ich brauche Ihre Hilfe, um das zu reparieren. Kendra, wenn Sie mich hören können, versuchen Sie bitte, die Schiffsprotokolle einzusehen. Scheinbar haben Sie von dort aus besseren Zugang. Wann wollten Sie uns von dem Artefakt erzählen, Hammond? Sie wissen schon, dieser Marker. Davon weiß ich nichts. Er wird in den Berichten des Kapitäns erwähnt. Sie haben ihn vom Planeten hochgebracht. Er ist auf dem Schiff? Im Frachtraum. Sie glauben, er stammt von einer außerirdischen Intelligenz. Keine Ahnung, was es ist. Ach was. CEC wusste nichts darüber. Sie lügen doch. Augenblick mal, ich bin hier nicht der Böse. Wir sind gerade alle etwas aufgewühlt. Sie werden mir einfach glauben müssen, dass ich nichts darüber wusste. Wir haben das Trümmerfeld erreicht. Bringen Sie uns zum Cockpit des Captains. Ich werde ihn später erklären. Auf hier. Mein Gott! Geht doch. Mein Mann, schwierig gut. Attention, the bridge of the USG. Ishimura ist das Securero Location. Ach, Blattkeks, leck mich doch. Oh, Blut. Wie kommt das denn hier? So. Hallo? Wow, Alter. Piss dich. Boah, ich renn einfach mal durch. Lalalalalalalala. Wo knallern die? Wow, ich war gerade bei dem Shop, du Kackfratze. Oh, super, jetzt kann ich mir Stahlmunition kaufen. Stahlmunition, was ist das überhaupt? Stahlkunde? Achso! Endlich, meine Stahlkunde habe ich schon verlangt eigentlich. Ich glaube ein bisschen. Ach, ich habe jetzt gerade so viel Kohle, ich weiß nicht wohin damit. Ich habe auch ein bisschen mehr Munition und Energie ist eigentlich auch nicht so schlecht. Ich kaufe mal Energieknoten. Um den Plasma-Cutter noch ein wenig aufzubessern. Ich werde glaube ich nur den Plasma-Cutter tun, weil das ist in meinen Augen noch die beste Waffe. Ich weiß nicht wieso, der ist präzise. Ups, ist präzise. Gleiche Richtung der Feuerrad. Das ist bestimmt wie das Feuer, wie es produziert wird. Aber was ist das hier für eine Scheiße? Wow! Alter. Warnung. Bruch in der Hülle registriert. Isaac, Einschlag auf der Brücke, genau für dein Ziel. Ich sehe schwere Schäden, die Eindämmung sollte aber okay sein. Die Lebenserhaltungssysteme sind stabil, wir müssen ich jetzt das wieder zum Laufen bringen. Wollte schon wieder mal speichern, geil. Ich will wieder speichern. Gleich schon mal gesagt, toll, das spiel ich. Das Captain, gut. Mann! Boah, ist das schrecklich. Jedes Mal muss ich zutreten irgendwie. Nein, einfach nur weil ich irgendwie vergesse die Aktion. Ich vergesse auf die Aktionstaste mit der Schlagtaste. Anzug Level 3. Oh ne, der Tipp muss mit. Tipp muss mit, Leute. Da lass ich mir nicht sagen. Tipp muss mit. Oh, ich muss jetzt zurück hier zum Shop, Alter. Ich lauf mal hier hoch. Leute, ich mach da drauf. Ah, ich bin ja sowieso kein Geld, damit zu kaufen. Muss ich mir ohne Aussicht zum Tastenboden kaufen. Oh, hier ist er ja. Isaac, Mann, haben Sie mich erschreckt. Ich werde hier noch zum Schisser. Wir wurden von einem verdammten Asteroiden getroffen. Der Asteroid. Hört sich. Ich weiß, das kennt man mir nicht drauf. Ich weiß wirklich nichts über einen Marker oder sonst was. Das hier sollte eine Reparaturmission sein. Ganz easy.
Das da ist das Asteroidenabwehrsystem. Ich kann die Platinen halbwegs reparieren, aber die Hauptenergiezufuhr ist hinüber. Sie müssen die Energie manuell über mindestens 3 verteilerfesten umleiten. Das heißt, Opfer ist weiter angestiegen. Sehr bekannte Verluste. Aktivieren Sie aber zuerst die Ulti. Darüber erreichen Sie die Verteilerkästen. Ja, Leute, falls ihr ab und zu wundert, warum ihr alles ab und zu ein bisschen abgehackt ist, es liegt daran, dass ich die Aufnahme beende, weil meine Mutter mich gerade ein bisschen stresst. Ist irgendwie scheißegal, ob ich ein Let's Play mache oder nicht und sie trotzdem einfach nur mit mal einstürmen muss. Tut mir leid, Leute, aber ihr verpasst ja nichts. Ich mache mal Pause und dann, also ich bande die Aufnahme und gehe sofort auf Pause, dass ihr nichts verpasst und ich nichts verpasse. Also, was soll ich jetzt machen? Ich habe mich aufgepasst. Wieder raus, super. Ich will kommen, wieder rauszugehen. Oder? Aus? Ja. Scheiße! Zurück! Ich dachte, du wärst tot, als ich die Kapsel verriegelt hab. Diese Scheißdinger sterben nicht einfach so. Du musst zerstückeln, mein Freund. Oh Mann. Speichern, sofort speichern. Ich hab so eine dämliche Vorstellung, dass irgendwie ein Boss oder so ein Gegner kommt. Weil dieses riesen Ding hat mich schon versucht, Zimmer zu killen. Also das mal... gibt es sicherlich nicht... sicherlich diese 12, das Ding... mit Befehlen dann aufzureißen. Ich weiß, was ich machen soll. Ich weiß, muss ich Viech umschlagen, aber eigentlich auch immer schon. Nervt. Okay, rein. Oh, was zur... was ist das? Was ist das denn? Alter! Ja! Du Scheißding! Ah, was ist das denn? Ihre Waffen schafft es nicht durch die Panzerung von dem Ding. Schießen Sie ihm in den Rücken, Isaac! Ja, ich bin fast schon wieder gedacht. Ich bin schon wissen, wie Straße geht. Fünf Credits. Oh, wow. Isaac, mach uns wieder ganz. Ernst machen?
die Fresse, ich will auch noch. Und die Blitz und Hemd. Und jetzt krieg ich mir sicher bald einen Anzug drauf. Ach, no. Firmware 4.1, ich finde es so geil. Also, wo haben wir denn unsere Lokalisierung? Katalan, ja. Okay. Den Schaden haben wir jetzt. Den Schaden können wir noch was in den Raum. Ob wir auch machen werden. Weil ich denke, desto mehr Schaden, desto weniger Munition verschwende ich und desto besser sich kapitalisiert und so und somit muss ich weniger auch nachladen. Versteht ihr? Das heißt, ich im Prinzip schlage ich drei Fliegen mit einer Klappe. Das ist coole Sache auch häufig. So, und jetzt wieder rein. Ja, super, ich war gerade drin. Achso, hier ist ja auch das wahrscheinlich. Mann! Atriumaufzüge sind jetzt online. Atrium, okay. Den nächsten Speicherlöte werde ich erstmal wieder Feierabend machen. Ich habe schon wieder überzogen. Was aber nicht mehr das Schlimme ist, da ihr lange nichts mehr von mir gehört gehabt. Von daher tut es mir nicht weh. Ich beschwichtige Sie alle der Meuterei. Kein Sorgen Sie dafür, dass Sie wieder zur Vernunft kommen. Beruhigen Sie sich, Ben. Haltet ihn fest. Nach Artikel 5469 des Marinerechts erkläre ich hiermit Captain Mathias für dienstuntauglich. Der Marker muss in die Kapelle gebracht werden. Terence, bitte! Es tut mir leid, Ben. Aber ich kann Sie das nicht tun lassen. Verräter! Ketzer! Haltet seinen Kopf! Mörder! Haltet ihn fest! Oh! Nicht. Er ist tot! Sie haben ihn umgebracht, Doktor! Nein, es war ein Unfall! Ich musste ihn doch aufhalten! Nehmt den Doktor fest! Echte Anzeichen vom Wahnsinn, würde ich mal sagen. Oh, Polizeistation. Speicherstation, Leute. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Ich werde jetzt in der Zeit wieder hinkloppen mit Dead Space. Freut euch drauf. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao.